Ja. Sehr geehrte Gäste, wir freuen uns vom Heimatverein. Wir begrüßen ganz herzlich den Amtsdirektor von Mittenwalde, den Bürgermeister, der heute zu unserer Ausstellungseröffnung gekommen ist, den Heimatverein Bodo und die Schützengilde oder der Schützenverein, Entschuldigung, aus Galun. Ja, wir beginnen in diesem Jahr unsere Ausstellungsreihe 1998 in der Heimatstube mit der Ausstellung zur Mittenwalder Schützengilde. Die Mittenwalder können auf eine der ältesten Schützengilden in der Mark Brandenburg zurückblicken. Gegründet 1593, was auch urkundlich nachgewiesen ist. Diese Urkunde ist in Kopie nachher zu besichtigen. Das Kuriosum, was wir hier zu verzeichnen haben, wir haben in Mittenwalde eine der ältesten Schützengilden von der Gründung her, aber es gibt sie nicht mehr. Es ist keine Schützengilde mehr aktiv. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es verboten und nach der Wende, als die Möglichkeit bestand, diese Tradition wieder aufleben zu lassen, hat sich keiner gefunden, diesen Verein oder diese Schützengilde wieder ins Leben zu rufen. Vielleicht können wir mit unserer Ausstellung im 405. Jahr der Gründung der Schützengilde mit dazu anregen. Vielleicht gibt es noch Leute in Mittenwalde, die diese Tradition wieder aufleben lassen. Wir wollen mit dieser Ausstellung auch an den Sinn und die Tradition der Schützengilde erinnern, damit dieses Wissen darum nicht verloren geht. Wir haben dank der Mittenwalder Leihgaben auch erhalten, so der Familie Günther, der Familie Rieke und der Familie Nischan, die uns ihre Fotos, Gegenstände zur Verfügung gestellt haben, damit diese Ausstellung noch bereichert werden kann. Bevor wir die Ausstellung dann eröffnen, würde ich gerne den Schützenverein aus Galun vielleicht mal bitten, mal ganz kurz auch Ihren Verein zu Ihrer Geschichte etwas zu sagen. Gegründet wurden wir 1896 das erste Mal, richtig. Und der Schützenverein bestand damals bis 1945 circa und wurde nach 1948 von der GST übernommen. Und die GST führte dann die Schützenfeste in Galun bis 1975 durch mit KK-Schießen, was 1975 verboten wurde. Wir hatten dann eine Durststrecke, sag ich mal, von 5 Jahren bis 1980, bevor der VDGB wieder das Schützenfest unter seine Fittiche nahm und wieder durchführte. Und das lief bis 1990 unter VDGB-Führung. Und da die VDGB 1990 aufgelöst wurde, kam die Überlegung, was nach 1990 zu machen wäre. Und da kam die Idee, wieder einen Schützenverein zu gründen. Und so sind wir bis heute eben der Galuner Schützenverein, so wie wir heute bestehen. Mal von den Feuerwehrkameraden sind ja so viele abkommandiert. Uniformen an und dann hätten wir schon Verein.